Und herzlich willkommen zu Let's Play Edna bricht aus mit mir, King Falcon. Letztes Mal soll man hier stehen, ich bin mit Daniel und mit dem Schlüsselmeister zu reden. Und warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Was weißt du über Dr. Marcel? Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschoben. Er schließt sich in seinem Geheimzimmer ein. Und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Antwort? Boah. Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Okay. Jetzt hören wir erstmal hier Poki wieder an. Was hast du zu reden? Ach ja, der Schlüsselmeister. Hervorragend besetzt mit Martin Sabel, einem der wohl begabtesten Sprecher, die wir in unserem ständigen All-Time-Cast haben und halt immer wieder gern für jedes Spiel mit besetzen. Ja, überhaupt wie fast an alle Sprecher bin ich damals über deren Tätigkeit, dass sie in Pausen zwischen Engagements, also die Schauspieler in Hamburg, meistens keine andere Wahl haben, als sich halt irgendwo bei einem genre-nahen Tätigungsfeld zu verdingen, und das war in diesem Fall das Hamburg Dungeon. Und Alex Kuhn, der den Harvey spricht und persönlicher Freund von mir ist und war, der hat zu dieser Zeit eben auch in einer Engagementspause zwischen seinen Schauspielertätigkeiten im Hamburg Dungeon gejobbt, also eine Art Vergnügungspark für gruselaffine Hamburg-Touristen, wo dann halt auch solche Gestalten auftauchen und brüllen und so weiter. Und da war ein unglaublicher Pool an sehr begabten und begnadeten Leuten, die alle nichts zu tun hatten und deswegen bei Edna bricht aus halt leicht vors Mikrofon geholt werden konnten. Und ja, der Martin, der ist in der Rolle des Schlüsselmeisters sehr aufgegangen. Ich weiß mal, ich habe sogar ein kleines Video, das ich damals mit meiner Fotokamera vor Ort geschossen habe, damals in den Periskop-Studios, die auch halt parallel zu unserer Firmengründung auch noch im Aufbau waren, und bei unseren Sprachaufnahmen stand da noch die Hobelmaschine im Vorraum, weil sie halt ihre Wandverschälung für das Studio zwar schon fertig hatten, aber noch nicht für den Vorraum, und da stand tatsächlich noch irgendwie so eine Kreissäge aufgebaut und so weiter, musste man halt erstmal durchlaufen, bis man halt im Studio gelandet war. Und dort habe ich dann auch, weil es für mich ja auch eine Premiere war, Sprachaufnahmen zu leiten, ein kleines Video geschossen, und sobald ich die Kamera anhatte, rutschte Martin in die Rolle von Graf Zahl und beschwor halt irgendwelche Fledermäuse raus, wie er halt zählt und so. Das ist eine sehr beeindruckende. Ein Flattermann. Ja. Ein Flattermann. Ich weiß auch noch nicht. Ich hab den Faden verloren. Wie kann man denn mit einer Videokamera Filme schießen? Oh, ein Flattermann. Zwei Flattermann. Okay. Dann gehen wir mal wieder. Grüße dich, mein Freund. Aber hier hat mir auch mit denen noch nicht. Ich habe Edna. Na nee, der Penis im Mund. Der Deck. Auf den Stuhl erstmal. Aber jetzt lassen wir ja den Edna-Kommentar anhören von Poki wieder von diesem Raum hier. Na, dieser Raum hat mir nie so richtig optisch gut gefallen. Ich fand den immer, also die Striche waren mir zu dicht aneinander und die Perspektive fand ich irgendwie verkürzt. Also sehr gut, dass den habe ich neue Augen auch nochmal nachzeichnen konnte. Ich habe, das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich das alte Layout genommen habe, das Ganze halt mit einer HD-Auflösung nochmal ganz neu gezeichnet habe. Hat sich gelohnt. Ich glaube, der direkte Vergleich müsste ich mal ausprobieren. Die Screens nebeneinander halten. Und dann vielleicht masturbieren. Also nicht, irgendwas in der Richtung. Ich hab schon HD dabei. Hab ich's neu oben. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Und die Tür geht ja nicht, die hat er umsonst hingebracht. Dann nehmen wir mal Schloss, ne, Flurende. Die Mucke. Hier zum Bett. Aber erstmal, weil man hier nichts machen kann, nur wieder weiterhin kann. Sprechen wir wieder mit Poki.
Der Regio, der redet. Ich wäre gern bei dir, ich würde dich heute gern noch sehen. Wir könnten endlich essen und danach ins Kino gehen. Doch leider wird dafür wohl mein Zeitkontingent nicht reichen. Denn ich muss noch Lichtkanten zeichnen. Wir könnten in den Zoo, wir könnten an die Ostsee schwimmen. Wir könnten eine Menge tun, das mag ja alles stimmen. Doch ich bin noch am Zeichnen, werd ich dann wohl doch versetzen. Denn ich muss noch Schattenlayer setzen. Oh, geiles Lied, Alter. Ja, das war alles über das, weil er nichts sagen kann. Über das Bild bestimmt. Oh, oh ja, Krankenstation. Und noch einmal. Habt ihr nicht gesehen, müsst ihr nochmal zurückspielen, wenn ihr das nicht richtig gesehen habt, wie zum Anfang. Da hört ihr nur die Musik, aber der hier oben quatscht schon. Aber er redet noch nicht. So nicht schlecht. Oder nachher, wenn erstmal nur die Klaviere da dran kommt. Hört ja Poki auch auf zu reden, aber der da oben redet trotzdem noch weiter. Okay, dann nehmen wir mal zum Bett. Hoti Moti. Ansehen. Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Es sind halt nur beides sehr ungewöhnliche Eier. Ich habe leider meine Zwillingskarre nicht dabei. Lieber nicht, sie sind in der Überzahl. Ja. Was hältst du von den beiden, Harvey? Es fällt mir schwer, sie auseinanderzuhalten. Red nur Modi, sag. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder, Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Hoti und Moti. Das sind aber ungewöhnliche Namen. Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja, das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erraten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. So ein Unterschied. Was sitzt ihr hier herum? Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klappt. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Ich hab da vorhin auch Nutzbilder gesehen. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Paris. Ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Paris, Brody, er ist ein Baguette. Oder was? Ich hau ab. Kommt ihr mit? Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Zu Brody. Bis später. Bis später. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest. Schon werden wir mal begrüßen sein. Spielt ihr Polo? Ja, schon lange nicht mehr. Es ist nicht so einfach, siamesische Zwillingspferde zu finden. GG. Braucht ihr einen Kugelschreiber?
Eigentlich bräuchten wir zwei. Wir spielen gerne Sudoku gegeneinander. Gegeneinander? Ja, aber Moti schummelt. Tue ich nicht. Er denkt sich irgendwelche Zahlen aus. Es sind Eskimo-Zahlen. Ach so. Mit der Bettdecke kann man doch nicht machen. Ach, Saarland? Achso, okay. Was sagt denn der dazu? Wollt ihr ein Comic lesen? Lieber nicht. Wir kriegen uns immer beim Umblättern in die Wolle. Hier spricht die Polizei. Lösen Sie sofort diese Versammlung auf. Netter Versuch. Aber wir sind untrennbar miteinander verwachsen. Es gibt kein Versammlungsverbot für siamesische Zwillinge. Braucht ihr etwas hin? Nein, wir essen nicht mehr im Bett. Wenn man das Laken vollkrümmt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagt. Piff. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Dort brauchen sie dann Wochen, um es zu reinigen. Oh. Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Oh. Okay, dann sagen die da was gleich. Hier, Telefon für euch, Mutti. Nee. Telefon? Wollt ihr einen abgerissenen Telefonhörer? Kein Interesse. Wir haben auch so schon reichlich wenig Draht zu außen. Also, GG. Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Oh. Wow. Kuckuck. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Ja. Dr. Professor Chirurg Edna, was? Und jetzt? Reden. Was ist los? Ihr seid befreit. Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Oh je. Hier noch Proki wieder hören in den Entwickler-Kommentar. Viel Spaß. Ja, die Idee zu Hoti und Moti, zu den siamesischen Zwillingen, die sich eigentlich nur den einen Pullover teilen, ist ungewöhnlich gesellschaftskritisch. Und deswegen ist es auch gar nicht weiter verwunderlich, dass die Idee zu den beiden gar nicht von mir stammt, sondern von meinem guten Freund und damaligen Helfer in allen dramaturgischen Fragen, Erkan Yilmaz, der sehr viel Spaß macht. Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, worauf er hinaus wollte. Deswegen geht die gesamte Gesellschaftskritik um die beiden verschiedenfarbigen siamesischen Zwillinge hier den Bach runter. Peinlich. Aber war. Die Idee von, die ich dazu beigesteuert habe, ist Broti, der siamesische Drilling, der aber gar nicht da ist, der Kunstgeschichte in Paris studiert. Okay, hallo. Hier gleich dann auch noch wieder lag. War das andere. Okay, sieht mir so komisch aus. Geh zu Flur. Du, du, du. Und los geht's. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel? Wo ist er hin? Komisch. Boah, Mantel ist weg. Da kommt der nächste Ausgang. Würde ich mir ja alle Knochen brechen. Oh, okay, dann geht's weiter. Da kommt der nächste Ausgang. Hallo und tschüss. Ja, und wie gefällt euch jetzt
bis jetzt das Let's Play, ist das cool oder nicht cool? Oder lustig oder blau und Keks? Da wo hier wir sind schon wieder da. So. Jo, aber die Zeit ist auch schon leider schon wieder an. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ich freue mich auf die nächste Folge, dass ihr wieder einschaltet. Okay. Wiedersehen!